Hi, ich grüße euch. Nein, ich filme mich nicht und ich suche auch nicht verzweifelt nach dem Netz irgendwie. Ich habe relativ guten Empfang und es soll aber heute nicht um einen guten Empfang oder sonst was gehen, sondern ich möchte euch heute einen Tarif vorstellen, den ich selber seit ungefähr 2 Jahren nutze, absolut begeistert bin und für meine Sachen, die ich sonst so mache, optimal passt und ich bisher auf dem deutschen Markt keinen besseren Tarif gefunden habe, also der für mich passt. Und ich zeige euch den Tarif und vielleicht passt er für euch. Vielleicht ist es genau der Tarif, den ihr immer gesucht habt, weil ich sehe oft in irgendwelchen Foren und Gruppen, dass immer Leute fragen, oh, was nehmt ihr her? Ich brauche WLAN, wenn ich unterwegs bin in Deutschland und in Europa. Nehmt ihr so eine Cube oder was es auch alles gibt? Und nein, eine Cube braucht man nicht. Es reicht ein Handy, ein Hotspot, den du mit dem Handy einrichten kannst und einen guten Tarif. Und welcher das ist und welche Vorteile der hat, wenn ihr das wissen wollt, dann in wenigen Sekunden. Bis gleich. So, hi, schön, dass ihr noch da seid. Gehen wir gleich rein, ich will es am Handy gleich direkt zeigen. Also, wichtig ist, der Tarif kann nur in Anführungsstrichen über eine App abgeschlossen werden. Heißt also, du bekommst dann eben die SIM-Karte zugeschickt in allerkürzester Zeit, 2, 3, 4 Tage. Und ich werde ein paar Punkte dazu sagen, die euch vielleicht wichtig sind und für eure Entscheidung einfach wichtig ist. Schauen wir uns hier mal die App an. Ihr seht schon mal, hier steht oben Unlimited und 1 Gigabyte. Was heißt das? Bei mir ist Unlimited grün umrandet, ganz klar. Ich habe Unlimited, heißt, ich habe unbegrenztes Datenvolumen. Und ich sehe in diesem Tarif extreme Flexibilität. A, du hast keine feste Vertragsbindung, du kannst jederzeit kündigen. Und vor allem, du kannst täglich deinen Tarif wechseln, je nachdem, wie es für dich am passendsten ist. Ich habe Unlimited, habe früher öfter mal gewechselt, wenn ich wusste, okay, ich bin jetzt ja von mir den ganzen Tag daheim oder sonst wo, wo ich WLAN habe, dann habe ich umgestellt auf 1 Gigabyte. Ich klicke da drauf, kann auf 1 Gigabyte umstellen, dann würde ab 24 Uhr oder 0 Uhr des nächsten Tages würde auf 1 Gigabyte umgestellt werden. Und ihr seht hier unten, 1 Gigabyte kostet am Tag 69 Cent. Hochgerechnet 70 Cent mal 30 Tage, wenn ich es so beibelasse, habe ich 21 Euro und habe somit 30 Gigabyte im Monat. Ist schon mal ganz ordentlich, wenn ich andere so im Vergleich sehe. Ich hatte früher mal von Aldi einen Tarif, aber hier fahre ich wesentlich besser und vor allem flexibler. Ich brauche aber Unlimited, dann schalte ich hier um, wieder auf Unlimited, weil ich vielleicht am nächsten Tag sage, okay, ich bin viel unterwegs, ich brauche aber ordentliches Internet, weil ich mit meinem iPad, MacBook arbeiten möchte oder mit dem Handy, dann stellst du um und ihr seht, da kostet der Tag 99 Cent, hochgerechnet 30 Euro für unlimitiertes Datenvolumen. Ich kenne derzeit keinen Tarif in Deutschland, der so günstig ist, dass ich in anderen Tarife mit unbegrenztem Datenvolumen, wo du 70, 80 Euro im Monat zahlst, hier bist du bei 30 Euro und extrem flexibel und jederzeit kündbar. Da kommen wir zum nächsten Punkt. Ich scroll mal, was schließt das hier? Scroll runter und jetzt sagst du, du hast zum Beispiel plötzlich einen anderen Tarif entdeckt. Es kann ein neuer Tarif auf den Markt kommen, der eben entsprechend gut ist. Dann kannst du sagen, okay, ich möchte auf den Tarif wechseln, auf einen anderen, beim anderen Anbieter, wie auch immer. Dann kennst du es bei deinem Anbieter umständlich, wo du einen Festvertrag hast. Dann hast du zufällig gerade die Frist verpasst. Dann musst du wieder 1 Jahr lang oder 2 Jahre lang den Vertrag machen mit einem teuren Tarif und ärgerst dich höllisch drüber. Hier sagst du, okay, ich habe was Neues entdeckt und ich brauche es nicht mehr. Klicke ich unten auf Unzufrieden, kündigen, dann kommt zur Auswahl entweder pausieren, sage ich gleich was, oder eben kündigen. Dann ist er ab 24 Uhr, 0 Uhr ist der Vertrag zu Ende und du zahlst keinen Cent mehr. Für dich absolut gigantisch. Oder du machst pausieren, ich traue mich jetzt gerade darauf drücken, aber es steht hier oben ja, also pausieren geht 30 Tage im Jahr, heißt du zahlst du überhaupt nichts in den 30 Tagen. Allerdings, du siehst es hier dann, auch wenn du pausierst, hast du trotzdem noch Internet. Allerdings hat nur 64 KB. Na gut, natürlich schickst du halt mal Nachrichten über WhatsApp, Telegram, wie sie alle so heißen, Facebook Messenger, aber sagen wir Großdaten oder auf YouTube vielleicht noch Filme streamen oder sonst was, ist ja natürlich nichts. Aber wie gesagt, du kannst 30 Tage pausieren. Und solltest du über die 30 Tage hinwegkommen, weil du vielleicht sagst, ich möchte meinen Tarif beibehalten, ich bin aber jetzt da für 5 Monate oder für 5 Wochen in Asien, da brauche ich das momentan nicht, weil da bringst du ja nichts, weil eben der Tarif nur in Europa gilt,
dann ist es eben so, dann zahlst du trotzdem nur 29 Cent und der Tarif bleibt aufrechterhalten. Wenn du wieder zurück bist, aktivierst du wieder, alles ist okay. Während du bei anderen Anbietern, wenn du dann irgendwo mal länger weg bist, trotzdem deinen monatlichen Beitrag von 20, 30, 40, 50, 60 Euro zahlst. Hier flexibel und trotzdem die Möglichkeit, weiterhin natürlich ins Internet zu gehen, wenn du denn möchtest und mit langsamem Internet happy bist. Das mal dazu, die Flexibilität. Dazu kann man vielleicht nebenbei erwähnen, wie gesagt, es gibt keine feste Vertragsbindung. Die feste Vertragsbindung, wenn es keine feste Vertragsbindung gibt, hat das einen riesen Vorteil. Mag von einem oder anderen vielleicht wichtig sein, vielleicht gerade auch jetzt da durch die Entwicklung der letzten 1,5 Jahre, manche vielleicht finanziell in Schwierigkeiten geraten sind und eben dann vielleicht in der Schufa was drinstehen haben, was nicht ganz so prickelnd ist und dann du Probleme hast, bei einigen Anbietern einen Handyvertrag zu bekommen. Hier gibt es keine Schufa-Auskunft. Warum? Weil du eine vertragliche Bindung hast. Zahlst du nicht mehr, ist vorbei. Da kommen wir auch zum Zahlen. Ich gehe mal auf die FAQs. Was kostet Freenet? Wissen wir ja schon. Bezahlen tust du bei Freenet. Haben wir hier nicht, ist uninteressant. Erstmal, Freenet zahlst du, ganz wichtig, nur über PayPal. Heißt, wenn du kein PayPal-Konto haben solltest, dann solltest du dir ein PayPal-Konto einrichten. Kostet keinen Cent als Privatmann. Und damit ist alles erledigt. Ich hau auch einen Link unten rein, da kannst du gerne dein PayPal-Konto aktivieren, wenn du keines haben solltest. Ansonsten läuft es immer über PayPal und die Abrechnung erfolgt täglich. Also immer pro Tag, je nachdem, was du für einen Tarif gerade hast, 69 Cent oder eben 99 Cent oder auch nur 29 Cent, wie auch immer. Also das ist die Abbuchung täglich, hast aber trotzdem die Abrechnung hier in deiner App alles komplett drin. Wichtig zu wissen, jetzt kommen wir auf das, wenn die Leute sagen, ich bin ja nicht nur in Deutschland, weil das Datenvolumen unbegrenzt gilt nur in Deutschland. Wenn du in Europa unterwegs bist, wenn du in Europa unterwegs bist, dann hast du begrenztes Datenvolumen und zwar Anführungsstrichen nur 1 Gigabyte. Und ich sage nur 1 Gigabyte, haben viele Anbieter nicht. Und wenn ich noch an die Startzeiten von Funk denke, da gab es für mich gar kein Datenvolumen im Ausland. Jetzt inzwischen 1 Gigabyte pro Tag. Wird der Gigabyte nicht verbraucht, dann kumulierst du das nicht, sondern verfällt halt das nicht verbrauchte Datenvolumen. Aber du hast 1 Gigabyte, ganz wichtig zu wissen, 1 Gigabyte kostet ja nur 69 Cent. Das heißt, wenn du ins Ausland gehst, ins europäische Ausland, stellst du um auf 69 Cent, zahlst weniger und hast trotzdem 1 Gigabyte in fast ganz Europa. Die Länder sind da genau aufgezählt. Also, finde ich trotzdem sehr, sehr gut, sehr, sehr flexibel. Wichtig ist auch, im europäischen Ausland kannst du nicht telefonieren und auch keine SMS verschicken. Für mich persönlich nicht tragisch. SMS, wer schickt heute noch SMS? Das sind die wenigsten. Da gibt es genügend Messenger, wo man die Nachrichten verschickt. Also ich denke mal, das ist mal das wenigste Problem. Und das Telefonieren, geht ja heutzutage auch über alle möglichen Messenger oder bei iPhone über iCall, wie das heißt. Bei Android weiß ich es nicht. Also ich denke mal, damit kann der eine oder andere leben. Wenn nicht, dann ist der Tarif eben nichts für dich. Und wenn du sagst, ich brauche auch mehr Gigabyte außerhalb Deutschlands, dann ist der Tarif halt auch nicht für dich. Aber denk mal, für einen Großteil der Leute kann er ganz gut passen. Ich finde ihn sehr gut. Und ich habe auch die Änderung, dass es 1 Gigabyte pro Tag in der europäischen Ausland gibt, erst gar nicht mitbekommen, weil ich eben jetzt aufgrund der Maßnahmen jetzt die letzte Zeit nicht mehr im europäischen Ausland war. Und daher ist mir das gar nicht aufgefallen, dass es eine positive Verbesserung noch gab. Also, das mal zu den Sachen. Ihr könnt hier alles nachschauen. Ja, ich glaube, mehr Punkte muss man erstmal gar nicht ansprechen. Wenn ihr noch Fragen habt, schreibt die gerne unten in die Kommentare rein. Und wenn ihr sagt, Mensch, ja, interessiert mich, bestellt die Karte. Ich glaube, die kostet 10 Euro. Hatten sie mal eingeführt, Anfang hat sie nichts gekostet. Ich glaube, es kostet einmalig 10 Euro. Es hat einfach damit zu tun, weil anfänglich sehr viele Leute SIM-Karten bestellt haben und nie aktiviert haben. Das war ein Kostenfaktor für die Firma, muss nicht sein. 10 Euro kann man sich noch leisten, denke ich, für das, dass man sich auch wirklich sehr, sehr viel Geld bei dem Tarif spart. Was den Empfang betrifft, das ist das Netz Telefonica, also O2 E+. Und ich habe schon oft erlebt, dass es Leute gab, die haben Telekom gehabt, die sicherlich das beste Netzabdeckung haben. Die hatten Telekom, hatten keinen Empfang, ich hatte Empfang und andersrum war es genauso. Die hatten Empfang und ich hatte keinen Empfang. Also ich glaube, das nimmt sich nicht viel. Man kann damit leben. Und ja, wenn es euch gefallen hat, euch Interesse ist, unten den Link einfach draufklicken, dann kommt ihr auf den
Google Play Store oder auch den App Store und könnt da einfach die App hier runterladen und dann eure SIM bestellen. Mich würde interessieren, wenn ihr die SIM bestellt, dann auch mal im Nachgang mal runter reinzuschreiben, Kommentar, wie ihr mit dem Tarif zufrieden seid. Ansonsten, wenn er nichts für euch ist, gebt mir gerne noch einen Kommentar rein, was ihr für Tarife habt. Vielleicht ist ein toller für mich dabei, noch besserer als der. Ansonsten wünsche ich euch einen schönen Tag. Ich sitze jetzt hier noch, Sonne geht gerade langsam unter und freue mich, wenn ich euch bei einem der nächsten Videos wieder begrüßen darf. Bis dann, schönen Tag noch, ciao.